Jo Leute, ich bin gerade on the road und ich wollte euch tatsächlich mal diese eine sehr, sehr oft gestellte Frage beantworten. Nein, es ist nicht die Frage nach dem Privatauto, das mache ich vielleicht irgendwann anders mal. Nee, es geht heute tatsächlich in diesem Video darum, wie bin ich eigentlich zu Grip gekommen? Wie bin ich zu meinem Job gekommen? Und ich habe jetzt noch circa 200 Kilometer vor mir und das bedeutet ausreichend Zeit, euch das mal zu erklären. Ne? Und deswegen anschnallen, dabei sein. Kamera ist justiert. Das passt so, oder? Passt das so? Ja, das passt so. Ja, wie hat das alles angefangen mit Grip? Das, was Grip jetzt die ganze Zeit schon macht, was es ist, was das für mich bedeutet und so weiter, das wisst ihr ja alles, ne? Aber ich will euch mal wirklich erklären, wie es dazu gekommen ist und wie ich zu dem Laden gekommen bin. Und das ist eine. 1 Kilometer dem Straßenverlauf folgen. Ja, das ist eine relativ lange Geschichte, weil es so ein bisschen die Zeit eigentlich nach meinem Abi beschreibt. Und das ist, wie ihr vielleicht alle wisst, schon ein bisschen her. Also, es hat eigentlich angefangen tatsächlich bei meinen Eltern im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmerteppich. Meine Eltern hatten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt ich da war, aber meine Eltern hatten so einen Perserteppich. Und diese Perserteppiche haben ja so Muster. Und diese Muster waren für mich Straßen. Egal, was ich im Fernsehen gesehen habe, egal welche Filme, egal welche Serien, Colt Sievers, hier Knight Rider, alles Mögliche. Da waren für mich immer die Autos das Besondere, das Spezielle und das Spannende an diesen ganzen Serien und Filmen. Und ich habe tatsächlich auf dem Wohnzimmerteppich, auf diesen Mustern, die für mich wie Straßen aussahen, immer Szenen nachgespielt und habe so getan, als wenn ich Colt Sievers bin. Und mit den verschiedensten Fahrzeugen, ganz kurz gucken, wo ich lang muss, mit den verschiedensten Fahrzeugen habe ich Szenen nachgespielt. Colt Sievers mit diesem fetten Jeep, da bin ich immer mit gesprungen, habe mich irgendwie gedreht und bin dann wieder auf den Rädern aufgekommen, natürlich. Und da fing das, glaube ich, an, dass ich tatsächlich so autobescheuert geworden bin, wie ich das heute immer noch bin. Und ja, auf dem Wohnzimmerteppich von meinen Eltern, da fing das Ganze an. Und dann ging das weiter mit Catcar, mit Go-Kart. Ich bin nie wirklich Go-Kart-Rennen gefahren, aber ich hatte da immer Bock drauf, habe das auch hin und wieder mal gemacht, aber das war nie so mein wirkliches Hobby. Ich bin viel mehr Fahrrad gefahren, Mountainbike und so weiter und so fort und habe da immer Schanzen gebaut. Also alles, was Räder hatte, hat mich interessiert und da habe ich Bock drauf gehabt und habe alles Mögliche gemacht, was mit diesen Geräten möglich war. Und nach dem Abi, jetzt wird es tatsächlich richtig interessant, nach dem Abi stellte sich die Frage, ja, was machst du denn jetzt? Und für mich war klar, dass ich nicht studieren werde, weil ich einfach da keine Lust drauf hatte. Ich hatte wirklich in der Schule, ja, mir war das zu passiv irgendwie. Ne? Ich konnte da nicht selber was machen aktiv und deswegen hatte ich keine Lust auf dieses Studieren, auf diesen Frontalunterricht und andere Leute erklären einem, was man zu tun hat. Da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas mit Autos machen. Und zu der Zeit, als das war, gab es im deutschen Fernsehen zwei Automagazine, das eine war Automotor und Sport TV auf Vox und das andere war Motorvision auf dem deutschen Sportfernsehen damals noch, DSF. Und ich habe dann tatsächlich nach meinem Abi genau zwei Bewerbungen geschrieben. Eine nach Köln, hallo, ich grüße nochmal ganz brav zu meinen lieben Kollegen von Vox. Und eine nach München zur Motorvision. Und dann hat mich der Chef von Motorvision tatsächlich, ich glaube 2 Wochen danach hat er mich angerufen und meinte so, ja, hier, wir haben hier eine Bewerbung von dir liegen und was kannst du denn eigentlich? Da habe ich gesagt, ah, so ein bisschen Auto fahren kann ich. Oh, Achtung, Blitzer. 70 ist ja angesagt, genau, sehr brav, Matthias. Auto fahren kann ich so ein bisschen, aber ich habe auch noch nicht so lange meinen Führerschein. Aber ich kann alles mögliche andere. Und dann hat der Chef von Motorvision damals gesagt, okay Matthias, es ist jetzt demnächst erst Motorshow, das war irgendwie im November oder sowas. Und wenn du Bock hast, treffen wir uns da, dann musst du keine Bahnfahrt nach München bezahlen, du musst da nicht hinkommen und so weiter und so fort. Und dann treffen wir uns da und dann quatschen wir mal und dann schauen wir mal, ob du da ein Praktikum bei uns machen kannst. Ja, gesagt, getan. Dann haben wir uns auf der S-Motorshow getroffen, haben uns ein paar Karren angeguckt, was sehr lustig war. Und sind dann abends noch zusammen beim Mexikaner essen gegangen
Und nach dem Gespräch meinte Bernhard Riedl, das war damals der Chef, meinte zu mir, ja, okay, du hast den Job. So, was? Wie bitte? Das war für mich wirklich unglaublich. Ich war ein totales Greenhorn, hatte von nichts eine Ahnung, wusste nicht, wie man Fernsehen macht, aber genau das wollte ich eben lernen. Und ja, dann habe ich am 2. oder am 3. Januar 1998 tatsächlich als Praktikant bei Motorvision angefangen und durfte da sofort drehen. Also ich habe dann einen Kameramann gekriegt, dann hieß es, okay, das erste Thema, was war denn das erste Thema nochmal? War das hier, kann man ganz kurz überlegen, ob ich noch weiß? Ich weiß es noch. Da war ich noch quasi mit dabei bei einem richtigen Redakteur, der schon Redakteur war, und durfte den SsangYong Musso, ein unglaubliches Auto, den durfte ich tatsächlich auch schon fahren. Und damals war das noch so, dass man dann gefahren ist und an Bord, so wie jetzt, keinen Ton gesagt hat. Da gab es dann so Aufnahmen von einem, wie man da so drin sitzt, so. Und man hat so irgendwie so versucht, so ein Gesicht zu machen, wie einem das Auto gefällt. Ja? Aber man hat nichts gesagt. Das war damals tatsächlich so. Ist unvorstellbar im Vergleich zu heute. Aber es war damals so. Und dann haben wir halt gedreht und gedreht und gedreht. Und ich habe immer mehr Aufgaben bekommen, durfte dann selber mal alleine zum Dreh gehen und so ein Auto selber für mich drehen. Und dann gehst du mit dem Kameramann und mit einem Assistenten los und du sitzt in meinem Auto, du fährst das Auto, lernst währenddessen das Auto kennen und gehst danach in den Schnitt, fügst die ganzen Bilder, die du gedreht hast, zu einem schönen, hoffentlich schönen Film zusammen und dann setzt du dich an den Computer und fängst an zu schreiben und schreibst dann deine Erlebnisse auf, wie du das Auto gefunden hast und schreibst dann halt einen schicken Text. Dann liest der Chefredakteur den nochmal gegen, sagt, was du alles für Fehler gemacht hast, was du alles für einen Quatsch geschrieben hast und so weiter und so fort. Und dann wird das irgendwann vertont. Ja, da kommt dann ein Sprecher und der spricht dann das, was du geschrieben hast, auf diesen Beitrag drauf und dann geht das irgendwann on air und wird beim deutschen Sportfernsehen gesendet. So habe ich tatsächlich angefangen als Praktikant. Dann ging das relativ schnell nach 3 Monaten. Ich sollte eigentlich 6 Monate Praktikum machen. Nach 3 Monaten hieß es, okay Matthias, wir finden das ganz gut, was du machst. Bleib bitte bei uns, wir bieten dir ein Volontariat an. Volontariat ist sowas Ähnliches wie eine Ausbildung. Hat damals 2,5 Jahre, glaube ich, gedauert. Und auch das wurde dann wieder ein bisschen verkürzt. Ich glaube, nach 2 Jahren haben die dann gesagt, okay Matthias, du bist ein cooler Typ, du machst einen guten Job. Du darfst als Redakteur bei uns anfangen. Und das war für mich der absolute Wahnsinn. Ich habe tatsächlich einen Redakteursvertrag bekommen bei Motorvision. Also Motorvision war damals das höchste der Gefühle. Ja? Das war einfach mega. Und das war eines von 2 Automagazinen, die es damals gab im TV. Und ich war da offiziell Redakteur. Ich habe das richtig abgefeiert und habe mich richtig reingekniet. Und habe richtig Vollgas gegeben, ein paar Jahre lang. Und habe das tatsächlich hinter der Kamera mal gemacht. Und du rennst dann immer mit den Kameraleuten rum. Du suchst dir die Storys selber aus. Du siehst, okay, was kommen da für Autos raus. Dann fährst du zu der Präsentation, wo die Autohersteller das Auto präsentieren. Du fährst das Auto, du berichtest darüber. Und so war mein Alltag die ganze Zeit, ging das immer hin und her. Und in dieser Zeit kam es, es gibt natürlich 20.000 super lustige und spannende Stories, aber die kann ich nicht alle erzählen, weil sie jetzt sind schon irgendwie 8 Minuten 45 rum. Eine Story war, und da ist, glaube ich, mir auch so ein bisschen was quasi in die Wiege gelegt worden, irgendwann war Redaktionskonferenz, da sitzt du mit allen Redakteuren, mit dem Chefredakteur, mit dem Chef vom Dienst, teilweise auch mit Kameraleuten sitzt du in der Konferenz, jeden Montag oder jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, I don't know, und dann werden die Themen vergeben. Und der Chefredakteur sagt dann, ja okay, der Klaus, der macht das, der Dieter, der macht das, der Werner darf diese Woche dieses machen. Und dann kam ich dran und dann hieß es, ja, wir haben hier eine Einladung von Porsche bekommen für den neuen Porsche 911 GT2. Und dann guckte er mich an. Und dann hat er gesagt, und Matthias, du darfst das machen. Und das war damals Porsche 996 GT2. Das war, ich glaube, nagelt mich nicht fest, ich glaube 472 PS. Das war für mich ein Ofen, den ich mir im Leben niemals erträumen hätte dürfen können wollen, den jemals fahren zu dürfen.
Und an dem Tag war es soweit, da stand fest, okay, ich werde da hinfahren, ich werde die Bude fahren und ich werde einen Fernsehbericht darüber machen. Und das war wirklich, wirklich unglaublich. In meinem Lebensweg war das eine absolute Schlüsselsituation, weil das hätte ich mir, was ist denn jetzt hier für eine Baustelle? Jetzt werde ich hier abgeleitet. Naja, gucken wir mal, was das Navi sagt, ne? Das hätte ich mir wirklich niemals träumen lassen in meinem Leben, dass ich so ein Auto mal fahren darf. Was danach alles gekommen ist, das wisst ihr. Ihr habt die Videos alle gesehen, egal ob bei Grip on Air. Kohlstedt. Ja. Also, Hammerding, GT2. Ja, und dann habe ich da halt weitergearbeitet. Dann bin ich irgendwann befördert worden. Da hieß es, okay, Matthias, wieder, du bist ein cooler Typ, du kannst das alles ganz gut. Dann habe ich eine leitende Position bekommen und habe als Chef vom Dienst dort gearbeitet. Chef vom Dienst ist, da bist du nicht der Chefredakteur, aber du bist einer unterm Chefredakteur und darfst dann eben schon mitentscheiden. Du darfst Texte abnehmen, also die Redakteure schreiben dann ihre Texte und du kriegst sie dann quasi vorgelegt. Teilweise bist du in den Themenkonferenzen schon eher so der, wie sagt man, wo ist denn hier das U-Schild? Ah, da vorne. Derjenige, der dann die Entscheidungen trifft und so, und hatte dann tatsächlich mit einem Kollegen zusammen ein Magazin unter mir, das war Sportauto TV. Alter, 11 Minuten 30, ich flipp aus, das werden glaube ich 2 oder 3 Videos, bis ich fertig bin. Genau, Sportauto TV, da bin ich tatsächlich mit Horst von Sauma, dem damaligen Chefredakteur, dem damaligen Chefredakteur von der Sportauto, viel auf Reisen gewesen, bin absolute Ultra-Supersportwagen gefahren, mehr beigefahren und darüber berichtet als selber gefahren, aber es war schon wirklich der Oberhammer, wirklich in Kontakt zu kommen mit diesen ganzen Supersportwagen, die Sportauto ja heute auch noch immer im Programm hat. Also Sportauto TV war ein weiterer Meilenstein. Ja, und dann kriegte ich eines Tages einen Anruf von Focus TV und die haben dann gesagt, okay Matthias, wir entwickeln gerade ein neues Automagazin und wir brauchen da Manpower, wir brauchen Kompetenz. Und da sind die irgendwie auf mich gekommen. Ja? Und dann haben sie mich angerufen und gesagt, jo, Matthias, wir wollen dich haben. Also ich bin tatsächlich abgeworben worden. Was dann wieder so ein Ding war, wo ich dachte, Alter, wie krass ist das denn jetzt? Irgendwie finden dich plötzlich andere Firmen auch interessant. Und nach so ein bisschen hin und her bin ich dann zu Focus TV gegangen. Und da ging es dann tatsächlich darum, dass RTL 2 damals ein Automagazin hatte. Übrigens ein Automagazin, was es damals schon gab, das hieß, da war Helge Thomsen mit am Start. Das hat RTL 2-Focus TV damals auch schon produziert. Und die haben ein Nachfolgemagazin gesucht, was so ein bisschen entertainig ist, aber auch so ein bisschen informationslastig. So ein bisschen seriöse Tests und so weiter und so fort. Und dafür haben sie mich eingekauft. Genau. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, mal einen kleinen Break zu machen. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen sammeln, weil das, ja, das wird jetzt spannend, wie es weitergeht. Und ihr klickt euch einfach gleich rein in das zweite Video, was ich demnächst hochladen werde. Abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Ich sortiere mich hier mal aus mit der Umleitung und dann geht's weiter. Wie bin ich eigentlich zu meinem Job gekommen?